Das ist wieder so blöd. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, nein. Hervorragende Arbeit. Weiter so. Gleich mal gucken, Artefakt. Wenn du immer fleißig lernst, dann wirst du vielleicht auch mal Bürgermeisterin von einem Kuhkaff. Wer mich für hochnäsig hält, kann mit seinem abgefuckten Pickup besoffen seine Trailerparkbude niedermähen. Das ist ja abscheulich. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Hey, Spielkamerad! Mit den Knallerbsen kannst du Feuer machen oder ein Feuerwerk starten. Versuch's mal! Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzulegen. Zeig uns, was du drauf hast! Woher hast du Laser? Ich will auch Laser! Wen soll ich quälen? Ich wähle dich! Mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Woher nimmst du diese Energie? Viertklässler versohlen, geile Sache! Ich bin drin. Okay. Hier, Kumpel! Oh, bin ich dran? Ich hab was für dich. Ja! Hau sie weg, Neuer! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Ja! So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Und ab die Post. Mit meinem Superspeed könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Euch Platz zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Ha! Lass dich da von deinem Freund passieren. Okay. Könnte mir nicht egaler sein. Genau so, mit Köpfchen. Hau rein, Neuer.
Das gibt garantiert eine Narbe. Echt Wunderarsch. Unsere Chancen steigen stetig. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Oder was? Ja. War das die Schallmauer oder ist dein Kiefer gebrochen? Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ja! Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Langsam wird's kalt, sich zu ergeben! Echt jetzt? Einfach dein Laserding. Kaltrettung in Arbeit. Danke, Mark. Also los. Omega Crash Extra. Ja, ist scheiße. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. So, jetzt kommen wir in Ruhe. Den Spielplatz durchsuchen. Ich sag euch, dieses Pack in unserer Stadt treibt uns anständige Leute in die Tablettenabhängigkeit. Das war gar nicht nett. Du solltest deine Energie sinnvoll einsetzen. Zum Beispiel iPad-Hüllen für Obdachlose stricken. Hm, kann man da nicht hoch? Nein. Anscheinend nicht. Ich war von der Seite. Oh. Meine Eltern verwenden Coonstagram nur, um mich auszuspionieren. Ich werde dein Recht, diese Kleidung zu tragen, stets verteidigen. Deine Mama hier? Geh und warte draußen an der Straße auf sie. Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Willst du das Baby treten fühlen, solange es noch geht? Ja, der gute alte Abtreibungsklinik. Wir haben neue Vorräte reinbekommen, trotz knapper Fördermittel. Eine sehr erwachsene Entscheidung. Falls das nicht funktioniert, kannst du immer noch die Treppe runterfallen. Du kommst bestimmt wieder. Oh, yeah.
wieder ein Bild. Krasses Spektakel gestern Abend. Krasses Spektakel. Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Hast du eine Ahnung, warum die ganzen Katzen verschwinden? Kann ich dich für unser Freundes- und Familienpaket begeistern? Willst du ein Vertragsupgrade? Nur zu verständlich. Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Wir haben neues Zubehör. Schau bald wieder rein. Oh, liebend gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Schau bald wieder rein! Ich liebe es, Leuten 2-Jahres-Verträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Kann ich dich für unser Freundes- und Familienpaket begeistern? Unbegrenzter HD-Sound, Video-Voicemail, damit liegt dir die Welt.
Da hinten war schon wieder ein Ganoven. Hat dir deine Mama das angezogen? Jemand sollte mal ein ernstes Wort mit ihr... Ein Bildchen. Ich hab zu tun, Süßi. Geh spielen. In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Juhu! Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Mhm. Lässt du dir dein Gesicht richten, Cowboy? Schön für dich. Juckt es hier drin oder ist das nur mein Gesicht? Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften mit. Ja, haben wir in den Arsch geguckt. Stan, dich etwa zu diesem Outfit überredet? Folgender Vorschlag. Ich folge dir auf Kunstagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Juhu! Jetzt folgt dir eine coole Mom auf Kunstagram. Ist das nicht super? Wer stört den Fluss des Chaos? Ich werde Chaos Ehre machen. Du schaffst das! Au! Ich habe 3 meiner 10 Comics weggelegt, um das zu sehen. Lust auf eine Runde, Chaos? Ich spüre regelrecht das Herzblut. Pandemonium! Ich sag mal auf für dich, Alter. Nur Wahnsinn und Chaos. Auto! Auto! Wieder ein Auto. Weg da! Puh, geschafft. Fühlt den Zorn von Human Kite! Pew, pew! Kleiner Rückschlag. Zeit. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Das habe ich kaum sehen.
Mach sie fertig, Saftsack! Was ist das denn? Das Publikum wird toben. Sauer, werd schnell! Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Lösen wirklich jedes Problem. Haha, da kommst du nie rein, Super Blödi. Sieh dir die neuen Sachen an, bevor die alten sie beschmutzen. Wow, hast du dein komplettes Outfit hier gekauft? Beeil dich lieber, bevor du dich mit irgendwas ansteckst. Wieder ein Bild. Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig. Na du, bist du mit Kyle befreundet? Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Was machen wir mit der Leitung? Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Okay, die können mich aufmachen. Willkommen bei Freeman's Tacos. Wenn dich irgendwas hier drin anmacht, dann lass es mich einfach wissen. Willkommen bei Freeman's Tacos. Bei Freeman's Tacos craftet man alles selbst. Du weißt, wie das geht, oder? Öffne einfach das Crafting-Menü, dann können wir anfangen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Erstmal ein Grundnahrungsmittel, der Burrito. Warme Tortilla drumherum gewickelt um, naja, um irgendwas anderes. Hier, alles, was du für den Anfang brauchst. Hier steht. Gut, jetzt schmeiß nach deinen ersten Schritten im Crafting. Können wir reinhauen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Herzlichen Glückwunsch.
Aus Enchilada und Burrito hast du einen Enchirito gemacht. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Ach, was soll's. Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht deinen dämlichen Arsch. Danke. Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Okay, das machen wir nie wieder. Geiler Laden. Hier kannst du deine Zutaten x-beliebig mischen. Willkommen, Beif, nur noch eine Sache. Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbiegen. Pass auf da draußen. Ja, und auch die kennen wir schon. Entschuldige die Ausdrucksweise, aber die Menschen haben alle Kacker im Hirn. Die Katzen dieser Stadt brauchen eine Stimme. Sie müssen sich gewerkschaftlich organisieren. Du bist wirklich fotogen. Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Gut, du weißt, wo du mich findest. Kannst du nicht spielen, was keine bekloppten Verkleidungen braucht? Willst du mit mir spielen? Du hast ein Selfie mit Ike gemacht. Machen wir ein schöneres. Sind wir echte Freunde?
Na gut. Den Eindruck, dass die ganze Stadt ausgeflippt ist, nachdem du hergezogen bist. Hey, buddy. Danke. Wieder ein Bild. Noch was. Wir sind doch Freunde, oder? Zu spät, keine Widerrede. Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Wow, sehe ich echt so aus? Wo müssen wir jetzt eigentlich mal hin? Wir müssten nur ein paar Fotos abgeben. Und die Fotos gibt man. Mit in die Fotos dann nochmal. Findet sie hin, ja, Schnitzeljagd, das ist Schnitzeljagd, okay. Blitzreise. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen! Ich bin der schnellste in der Stadt! Rechtschaffen! Wir sehen uns! Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Mit dem Katzenbild.
Da müssen wir klappschreien, ne? Schön, dass auch Kids in deinem Alter Kunst wirklich wertschätzen können. Ich bin gespannt, welche neuen Werke du findest. Ich glaube, wir müssen mal alle 10 haben. Okay, dann müssen wir durch den Park. Ich weiß gar nicht, kommen wir da überhaupt schon durch?